Nee. Doch. Luca, was machen wir dann heute? Ein Stau. Kann man jetzt mal einer sagen, was das hier für ein Scheißwetter ist? Du, der sind schon gespannt aufs Kartfahren. Jo. Und sie? Freit aufs Kartfahren? Ja. Was? Weiter aufs Kartfahren. Der hat doch schon wieder Tomaten auf der Ohren, so wie der hört hier. Der hat so sogar Tomaten in der Arsch. Was machst du eigentlich da hinten im Kofferraum? Abbleibsal. Abbleibsal? Ja. Lars, zu deiner Information, wir fahren heute Kart. Yeah! Deswegen habe ich da Abbleibsal verraten. Ja, also wir fahren jetzt dahin, wo wir hinwollen. Boah. Ist das in die Kartbahn? Kartfahren, auf geht's! Oh, alles drin. Oh, der Schlüssel steckt schon drin. Das ist auch geil, dass der Schlüssel steckt. Oh ja. Philipp Statement, sind Sie aufgeregt? Absolut. Julian, sind Sie aufgeregt? Ich habe eine alkoholische Giftung. Celine, sind Sie aufgeregt? Ja. Da geht's jetzt los. In diesem Rennen treten Julian, Celine, meine Wenigkeit, Lars, Malte und Phil gegeneinander an. Leider haben Julian und Celine keine Kamera, weswegen das Rennen im Prinzip ohne sie stattfindet. Los geht's. Das 6,5 PS Auto für Kleinwüchsige wird gestartet und das Rennen beginnt. In der ersten Kurve fährt Lars direkt in die Mauer, wie ein Anfänger. Und ich direkt hinterher. Lars kommt Malte zu nah, wohin Malte ins Schleudern gerät. Ich fahre dem Lars hinterher und mach nur, bis er einen Fehler macht. Und probiere zu überholen. Zu! Philipp wird wegen seinem Fahrstil das erste Mal überholt und ich verliere die Kontrolle. Philipps Fahrstil ärgert natürlich auch den Malte. Er klebt ihm hinten dran wie ein Pickel am Arsch. Aber er kommt nicht vorbei. Er versucht's immer weiter. Aber Philipp lässt ihn einfach nicht vorbei. Doch dann die Lücke, er nutzt sie aus und vorbei. Ja, es ist halt das Problem, wenn es nur einen Gang gibt. Da kann man nun mal nicht schneller fahren. Aber ist egal, jetzt bin ich dran mit dem Vorbeifahren am Philipp. Aber Philipp ist natürlich sehr hartnäckig und lässt überhaupt gar keinen Platz. Doch dann die Lücke und vorbei. Meine Güte, nice. Währenddessen überholt Malte die Celine, die keine Kamera hat. Sonst hätte das aus ihrer Sicht sehen können. Mein Gott, das kostet doch nichts. Was gibt es bei Autos, was es bei Karts nicht gibt? Richtig, Traktionskontrolle. Und wer sollte das natürlich am besten wissen? Ja, der Lars. Dass der Lars da hinten weggerutscht ist, nutzt der Malte natürlich aus. Super Sache. Ah, okay, knallt auch in die Wandung. Top Sache. Wir springen ein paar Minuten nach vorne und ich klebe den Lars schon wieder hinten dran. Aber ich nutze natürlich die Lücke aus und vorbei. Es sind nur ein paar Minuten vergangen, aber der Lars hat immer noch nichts aus seinen Fehlern gelernt. Mann ey, was kannst du eigentlich? Diesmal klebe ich nicht hinter dem Lars, sondern hinter Malte. Es gibt wieder eine tolle Lücke, wo ich vorbei kann und ich ziehe vorbei. Doch der Malte lässt das nicht auf sich beruhen und jagt mich weiter. Er jagt mich durch die ganze Bahn, doch leider ist hier die Runde vorbei, was man an dem weißen, aufflackernden Licht sehen kann. Der Lars ist aber immer noch auf der Strecke und weiß nicht, dass er keine Traktionskontrolle hat. Oh, oh, oh. Pass auf! I need to make a symbolic gesture of protest. Halt! In the name of... Die zweite und finale Runde beginnt und ich klebe natürlich wieder den Lars hinten an seinen dicken Arsch. Lars weiß immer noch nicht, dass er keine Traktionskontrolle hat und mutiert zum Hund. Aber ich nutze dieses Unwissen zu meinem Vorteil und überhole ihn. Ja.
Malte fährt dem Julian hinterher und begegnet das erste Mal einem Geisterfahrer. Was macht man da? Einfach umfahren, gar nicht erst groß drüber nachdenken als weiter. Aber nicht nur der Lars bricht aus, sondern auch der Philipp. Der Geisterfahrer wurde umgedreht und natürlich wird er auch direkt überholt. Malte fährt dem Julian und noch einem anderen hinterher, der nicht zu uns gehört. Diese Kolonne holt aber dann bald den Lars ein, welcher ganz vorne ist. Lars versucht dem ganzen Geschehen davon zu fahren, aber Julian und Malte kommen ihm immer näher. So wie ich. Julian und Malte drücken sich am Lars vorbei, bis ich auch endlich am Lars vorbeikam. Doch dann kommt dieser eine Typ, der einen nie vorbeilässt. Ah, dann kommt da die Lücke und vorbei. Jetzt kommt noch die Selin, die wird natürlich auch geholt. Der Malte ist vor mir und ich klebe den natürlich direkt an seinem Arsch. Aber das gelbe Licht ist angegangen und das heißt Schritttempo. Aber ich lasse mich locker und probiere ihn trotzdem zu überholen, was Konsequenzen hat. Das gelbe Licht angeht, ja? Ja. Will er für euch Schritttempo fahren? Ja. Okay? Das gelbe Licht geht wieder an und natürlich haben wir aus unseren Fehlern gelernt. Aber Schadenfreude ist nun mal nicht verboten.